Ja, wir starten heute im wunderschönen Emsland, der Heimat von unserem Caritas-Direktor Franz Loth und mir. Das ist natürlich eine große Freude, heute ohne Navigationssystem, weil wir kennen uns hier aus. Wir kennen die geraden Strecken, aber auch die krummen oder die schönen Strecken. Und ich freue mich heute, dass ich nicht alleine fahren muss und dass Franz ja auch ein ambitionierter Radfahrer ist. Und ich glaube, Franz, das kriegen die gemeinsam mal hin, ne? Jo, da denke ich auch. Wir sind im gelobten Land heute. Und wir fahren vom Süden in das mittlere Emsland und wollen mal sehen, dass wir irgendwie an die 130 bis 150 Kilometer zu packen kriegen. Und ich muss ein bisschen aufpassen, Ludger ist 10 Jahre jünger als ich. Aber auch 10 Kilo schwerer, so. Dass er mir nicht von der Fahne geht heute. Okay. Aber wir haben Bock, wir haben richtig Lust. Ich habe mich schon warm gearbeitet. Ich habe schon 30 Kilometer hinter mir. Aber am Ende müssen wir irgendwie auf 1000 kommen und das werden wir auch schaffen. Und heute kommt ein ganz wichtiger Beitrag und wir sind der Firma Krone natürlich unendlich dankbar, dass wir hier den Auftakt heute Morgen machen können mit so einer namhaften Summe. Es gibt eine wunderbare Verbindung schon seit Jahren zur Firma Krone. Irgendwie auch zwischen dem Bistum, glaube ich, und dem Caritasverband auf der einen Seite und der Firma auf der anderen Seite. Das finden wir wunderschön und so können wir gestärkt jetzt in die nächsten Kilometer fahren und sagen besten Dank. Und Kette rechts und möglichst kein Gegenwind. Und wir munter sehen uns. Blieben. Ja, munter.